herzlich willkommen zum 49. Bonner Wirtschaftstalk aus dem Kunstmuseum in Bonn mit Publikum heute. Was ist das schön? Es ist noch ein bisschen ungewohnt, die Stimme wieder so hallig zu haben, aber es ist wunderschön, echtes Publikum zu haben. Es ist schön, dass Sie dabei sind. Und so vieles, was die letzten 1,5 Jahre geschehen ist, hat uns dann doch recht durcheinander gewirbelt. Vieles geschehen, irgendwie hatte man zwar die ganze Zeit das Gefühl, es ist Sonntagnachmittag, es bleibt ein bisschen die Zeit stehen, aber gleichzeitig sind wahnsinnig viele Prozesse angestoßen worden, wo wir auch hinterfragen müssen, wie wollen wir denn eigentlich leben? Deswegen haben wir ein spannendes Thema heute. Es geht um die Raum- und die Bauplanung in Bonn. Und wenn wir schon so viel von Umbruch reden, es gab ja nicht nur den Umbruch mit Corona, es gab ja dann auch noch eine große Flutwelle, wo auch noch viele Bereiche um Bonn herum betroffen waren. Also wirklich sehr viel los die letzten 1,5 Jahre. Man könnte auch sagen, wenn in so vielen Bereichen so viel Umsturz ist, ist es sowas vielleicht schon wie eine Revolution? Wir wollen uns fragen, wie radikal wird Bonn oder werden die Regionen denn in, sagen wir mal, 15 Jahren, 2036, wie radikal anders wird es dann hier aussehen? Was wird wie funktionieren und wie legen wir heute vielleicht den ersten Grundstein für die Sachen, die sich ändern sollen? So, und damit das auch gut funktioniert, wenn wir überlegen, wie solch eine Revolution aussehen könnte, diskutieren wir hier mit einer hochkarätigen Runde. First stelle ich Ihnen vor, eine der renommiertesten deutschen Stadtplanerinnen, Professor Christa Reicher. Sie ist Stadtplanerin, Architektin und hat die Institutsleitung für Städtebau und Entwerfen an der RWTH Aachen. Herzlich willkommen, Frau Professor Reicher. So, auf der anderen Seite, nicht ganz so schön sonnig der Anzug, aber dafür mit sonnigem Gemüt sitzt er da vorne. Ich glaube, das gleicht da bestimmt aus. Ein Vater der Metropolregion Rheinland, so kündige ich Sie jetzt mal an, Dr. Reimer Molitor als geschäftsführendes Vorstandsmitglied von Region Köln-Bonn e.V. Schön, dass Sie da sind. Hallo. So, diskutieren wollen wir aber natürlich auch mit einem Immobilienexperten, ja, mit jemandem, der Menschen in die Wohnungen und Häuser und Arbeitsplätze bringt, wenn die denn geplant und gebaut sind. Da müssen wir ja auch wissen, wie das läuft. Deswegen freue ich mich sehr, dass er da ist. Michael Westerhofer, Geschäftsführer der S Immobilien Partner GmbH. Herzlich willkommen. Hallo. Und last but not least möchten wir reden mit einem Unternehmer, der in 170 Metern Höhe Konzerte mit Blick auf das Rheintal anbieten möchte. Horst Bubula, er ist Initiator von ER, ein Konzertturm für Bonn. Und das ist ein sehr polarisierendes Projekt und deswegen bin ich sehr froh, dass Sie heute da sind, ein bisschen Schwung in die Runde bringen. Herzlich willkommen, Herr Bubula. Hallo. So. Wir müssen ja erstmal gucken, überhaupt zum Einstieg, weil vielleicht auch Menschen von außerhalb zugucken, die das hier nicht so kennen. Wo sind wir denn überhaupt? Also wenn wir schauen, wo wir uns befinden, wir sind im Rheintal. Bonn liegt südlich von Köln und ich habe extra nachgeguckt, seit 1969 umfasst Bonn also vier Ortsteile, nämlich Hartberg auf dem Berg, Beuel auf der anderen Rheinseite, Bad Godesberg dann rheinaufwärts. Und die sind alle eingemeindet worden von Bonn. Und von der Topographie her ist das Ganze ein Trichter, der hinter dem Drachenfels zugeht. Und drumherum ist der Rhein-Sieg-Kreis. Das war jetzt ein bisschen verkürzt. Wir haben aber einen Geografen in der Runde. Und deswegen frage ich den Dr. Molitor, ob das so in der Kürze für einen Laien ganz okay war. Absolut richtig. Dann haben wir das schon mal. Jetzt habe ich es also noch nicht komplett verguckt mit der Beschreibung, aber das klingt ja schon mal auch für mich als Laien schwierig, so ein Trichter. Und was ist denn für die Stadtplanung und Raumentwicklung in Bonn wichtig zu wissen? Ja, erstens mal das, was Sie gerade gesagt haben. Es gibt eine sehr prägnante Topografie. Das ist was anderes als in Münster, wo ich gerade herkomme. Man ist von sich aus in einer klaren Disposition zum Fluss. Man hat drumherum eine Topographie, die einen begrenzt und man hat eine Menge zum positiven Anschluss zum Naturraum. Man ist quasi beides. Man ist Stadt, aber man ist auch Landschaft. Man hat den Fluss in der Mitte. Das macht ja dann Bonn auch so besonders.
Also da haben Sie jetzt schon mal so Merkmal rausgestellt. Jetzt frage ich aber direkt auf der anderen Seite die Frau Reicher, die ja durch ihre Funktion auch ein bisschen den Blick über den Tellerrand Bonn und Region hat. Bauen und Stadtentwicklung. Ist es denn jetzt in Bonn wirklich so speziell oder ist es, wenn man sich irgendwo einarbeitet, immer an allen Standorten eigen? Also natürlich gibt es Tendenzen und Herausforderungen, die gelten für Städte ähnlicher Größenordnung. Aber ich glaube, man muss immer bei jedem Konzept, was man erstellt, sehr genau gucken, was ist das Spezifische. Also was ist die spezifische Urbanität zum Beispiel an dem jeweiligen Ort? Rhein-Main-Molitor hat das Thema Flusslage schon aufgerufen. Wir haben aber auch mit Blick auf Bonn, glaube ich, noch ganz besondere Herausforderungen, wie das Thema dieser kulturellen Einrichtungen, die finde ich schon ein wirkliches Thema sind. Und wir haben natürlich auch das Thema Hochschulentwicklung als Allianz zwischen bestimmten Wissenschafts- und Forschungseinrichtungen und Stadtentwicklung. Also wir haben immer spezifische Motoren der Stadtentwicklung und wir müssen sehr genau gucken, wie können wir eine Stadt auch als Unikat, weil es geht ja um die Identität einer Stadt, mit Konzepten, mit Strategien entwickeln. Weil es wäre schade, wenn wir nicht mehr Bonn von Münster oder ähnlich gearteten Städten unterscheiden können. Also ich würde immer unterstreichen, wir müssen an dem Spezifischen, der spezifischen Identität arbeiten. Und das ist natürlich, wenn wir uns auch so Herausforderungen angucken, die Bonn ja auch ein Stück weit aufruft, eine Art Innenentwicklung, vielleicht an der einen oder anderen Stelle auch eine Entwicklung in die Höhe. Dann geht es darum, vorhandene Qualitäten natürlich sehr genau unter die Lupe zu nehmen, zu erhalten und auf der anderen Seite eben auch zu gucken, wie kann sich eine Stadt weiterentwickeln und zwar immer qualitätsvoll. Jetzt hat die Frau Reicher da ja den Überblick so ein bisschen auch von der schönen Warte, von der Theorie, was man machen kann und was optimal wäre. Sie sind jetzt der Mann fürs Praktische, weil Sie verkaufen müssen. Das, was entwickelt wird, müssen Sie verkaufen. Ist Bonn da für Sie als Entwickler auch sehr speziell? Oder ist das genau die Nische, die Sie glücklich macht? Ja, also mich persönlich machen noch viele Dinge glücklich, aber ich spreche mal für Bonn. Also Bonn ist in der Klassifizierung, wenn man letztendlich Städte klassifiziert, eine der Top-Adressen in den B-Lagen. Also es gibt eine Klassifizierung, das bedeutet, es gibt A-Klassifizierung, das sind Städte, die letztendlich einen Metropolencharakter haben. Und dann kommen Städte, die sozusagen Mittelzentrumcharakter haben, die Identität haben, die eine Umgebung prägen und dazu gehört Bonn. Ich habe extra noch mal in unserem Research-Team nachgefragt. Bonn hat seitens der Investoren hervorragende Werte, sowohl im gewerblichen Bereich wie auch im Wohnbereich. Es hat eine hohe Wohnqualität, also die Wohnqualitätsbefragungen, die wir machen, sagen für Bonn also hervorragende Werte raus. Bonn hat natürlich das Thema der Zeit, nämlich eben erschwinglichen, bezahlbaren Wohnraum. Die Gefahren von Gentrifizierung, die Wohnqualitäten, die sich letztendlich differenzieren nach Einkommen, das gilt es zu lösen, städteplanerisch, aber eben auch auf Seiten der Investoren. Aber da gibt es gute Ideen, die man diskutiert und die jetzt umgesetzt werden sollen. Deswegen kann ich einen großen Haken am Bonn machen. Wir haben gute Erfahrungen hier in dieser Stadt. So, jetzt frage ich mal den Bonner Bürger, der hier wohnt, den Herrn Bobula. Jetzt haben Sie drei Statements gehört. Sie wohnen hier. Können Sie damit was anfangen? Okay. Okay, also auch wenn die von außerhalb sind, die haben es ganz gut erkannt. Ja, ich glaube, also der Rhein ist halt wunderschön in der Mitte und das mit dem Trichter stimmt auch. Also wir haben den schönen Blick nach ins Rheintal und den Blick zum Kölner Dom, wenn man gut sehen kann. Also das stimmt alles schon, ja. Ja, und die Gentrifizierung, die gerade schon so ein bisschen ankam, merken Sie da selber auch schon was von? Nee, eigentlich nicht. Also ich spüre es nicht. Ne? Also es ist ja in vielen Städten wird es ja sehr hart, sozusagen sieht man im Fernsehen, aber ich kann es irgendwie nicht hier nachempfinden. Ich möchte dann auch direkt, weil wir jetzt schon so über den Trichter gesprochen haben und Sie das eben schon so ein bisschen angerissen haben, gerne so zu diesem Thema Metropolregion kommen, weil ja viel mit drin hängt. Das ist ja nicht nur Bonn selber,
sondern auch das Drumherum. Warum ist so diese regionale Verknüpfung, diese Metropolregion so wichtig? Ist Bonn allein etwa zu klein, um was zu reißen? Nee, aber es kann sich ja glücklich schätzen, dass es so viel drumherum hat. Also ich würde das eher immer als Vorteil sehen und auch als Reibungspunkte. Da, wo man sich berührt und begegnet, da muss man auch eine eigene Position einnehmen. Und ich denke mal, diese Nähe zu Köln und auch dann weiter nach Norden, nach Düsseldorf, das ist das eine. Das andere ist auch die kleineren Städte hier im Umland, im Rhein-Sieg-Kreis, aber auch im Rhein-Erft-Kreis oder im südlichen Rheinisch-Bärchen-Kreis haben, oder auch im Kreis Euskirchen, haben eine ganz klare Bonn-Ausrichtung. Viele Menschen leben da und arbeiten hier, aber es gibt auch viele andere Bezüge irgendwie zwischen den Standorten. Insofern ist für Bonn erstmal gut, dass eben nicht alleine liegt, so wie Münster, und kein Solitär ist. Und daraus ergibt sich auch eine Profilierung und eine Arbeitsteilung. Also ich bin ja mitverantwortlich für den Großraum der Region Köln-Bonn, also in 61 Kommunen. Und Bonn hat hier, wie Christa Reicher eben gesagt hat, ganz eigene Talente, die überstrahlen auch die anderen. Das tut gut, wenn man das weiß. Und andere Talente eben nicht. Ne? Und dann muss man da putzen, wo man gut ist. Und man muss auch da putzen, wo man nicht so gut ist. Und das gilt aber für alle Städte. Von daher ist es erstmal gut, dass Bonn nicht alleine ist und diese Berührungspunkte hat. Weil sonst müsste Bonn ja alles alleine lösen bei sich. Und dann würden wir die Stadt quasi fünfmal verplanen und verstapeln. Und das ist hier gar nicht notwendig, weil es eben in diesem Gefüge der Region liegt und da eine gute Arbeitsteilung ist. Hm. Ist das denn im Zuge der Planung auch was, was schnell klar wird, dass manche Lösungen also auch vor der Haustür liegen können? Oder ist das so ein Prozess, der schwierig ist? Es gibt schon ganz offensichtliche Qualitäten, ja. Also wenn man sich jetzt mal anguckt, was sind eigentlich die lebenswertesten Städte europaweit und weltweit, dann sind es Städte am Wasser, ja. Und das, finde ich, ist gerade für Bonn eine ganz, ganz wichtige Stellschraube, wo es auch darum geht, über den öffentlichen Raum, über die Orientierung quasi diesen Schulterschluss auch nochmal zu unterstreichen und herauszuarbeiten. Das zweite Thema ist, ich würde auch immer sagen, die Zukunft der Stadt ist die Region. Wir sind im Augenblick in einer Diskussion, wo wir ganz stark das Thema beantworten müssen, wie viel Nachverdichtung können unsere Städte denn vertragen vor dem Hintergrund von Klimawandel, vor dem Hintergrund dessen, was wir auch gerade erlebt haben mit den Unwettern und der Flutkatastrophe. Und da ist natürlich diese Allianz zwischen dem urbanen und dem ländlichen Raum ein ganz, ganz wichtiges Thema und auch eine ganz wichtige Qualität. Und Bonn hat natürlich genau diese beiden Dinge, Wasser auf der einen Seite und damit eben eine ganz wichtige Stellschraube für Lebensqualität und auf der anderen Seite eben diese Allianz aus dem Urbanen und dann schon unmittelbar auch den Freiraum, den Zugang, den Zutritt zum Freiraum. Und an diesen Themen, glaube ich, ist ja schon auch sehr gut gearbeitet worden und da muss man auch weiter draufsetzen, weil das werden auch die Zukunftsthemen sein. Und wie ist das, merken Sie da jetzt schon so eine leichte Trendwende? Würde mich auch beim Investorhofer interessieren. Es gab jetzt die letzten 1,5 Jahre doch viel mehr Homeoffice. Die Leute sind sich ja erstmal darüber bewusst geworden, wie sie wohnen, wo sie wohnen. Und so dieses Konzept, wie es früher war, man arbeitet und lebt in der Stadt und fährt am Wochenende raus zu seinem Häuschen an die A oder so. Das hat sich ja in diesen Zeiten auch zum Teil umgekehrt, dass man also im Ländlichen war und hatte dann vielleicht eine Bastion in der Stadt, wo man hin konnte und also genau konterkariert. Ist das ein Trend oder glauben Sie, das wird wieder zurückgehen, wenn diese Pandemie im Griff ist? Also ich bin überzeugt, dass Corona, also die Corona-Pandemie, ein Beschleuniger und Katalysator für bestimmte Entwicklungen ist. Einerseits für das ganze Thema der Mobilität. Ja, wir sehen ja, wie auch temporär das Thema Mobilität sich quasi neu sortiert hat. Und wenn wir uns Städte angucken wie Brüssel, die alleine während des Lockdowns 40 Kilometer Radwege neu erstellt haben, dann sieht man daran, dass bestimmte Themen wie das Radfahren, wie die Fußgängerfreundlichkeit und so weiter sich neu sortieren. Das andere Thema ist, ich bin überzeugt davon, dass Wohnen und Arbeiten sich auch nochmal anders sortieren werden
Und Homeoffice, das bestätigen ja auch die vielen Untersuchungen und die vielen Prognosen, die es gibt, die werden zumindest ein Stück weit bleiben. Das bedeutet, wir müssen unsere Wohnungen anders planen. Und das bedeutet auch, wir müssen die Frage stellen, wie viel reine Büroimmobilien brauchen wir in der Stadt? Und wir sehen an ganz vielen Stellen, dass da, wo Campusentwicklungen waren, die sehr monofunktional waren und wo jetzt Leerstand ist, dass die Pandemie auch solche Investoren und Betreiber einfach auffordert, neu zu denken. Also das Thema Nutzungsmischung wird befördert. Und last but not least finde ich, dass das Verhältnis zwischen Stadt und Land sich auch noch mal neu sortieren wird. Also ich war vor 2 Tagen in Euskirchen. Da haben die Euskirchener uns erzählt, ja, wir haben jetzt so eine große Nachfrage nach Wohnraum und nach Wohnimmobilien wie seit dem Zweiten Weltkrieg nicht mehr. Und das bedeutet, dieses Verhältnis von Stadt und Land wird auf den Prüfstand gestellt und wir sind aufgefordert, die Qualitäten, die das Land hat, da wo es geht, auch in der Stadt umzusetzen, also sehr genau auch zu gucken, an welcher Stelle erhalten wir eben Freiräume, die eben ganz wichtig sind, genau für diese Phase der Postpandemie. Ja, oder schaffen es noch. Wir haben ganz furchtbar viel anderes, was wir gleich auch noch vertiefen und verdichten, um da reinzugehen. Ich hatte den Herrn Westerhofer aber auch noch auf dem Kieker für diese Frage. Merken Sie schon direkt bei den Kunden, bei Interessenten, dass sich da die Nachfragen ändern? Ja, sehr. Also es ist so, dass schon vor der Pandemie erkennbar war, dass diese Monostrukturen so langsam dem Ende zugehen. Das bedeutet, Quartiere, gemischt genutzte Quartiere, waren auch aus der Sicht der Investoren erheblich im Vordergrund. Das Problem war eigentlich nur, dass die klassischen Investoren und auch Projektentwickler auf ihrer Absatzseite eben auch klassische Verhaltensweisen von Investoren hatten und die waren so sehr core-getrieben. Das bedeutet, man wollte also sichere Renditen. Diese Sicherheit generell, auch im Investorenkreis, hat jetzt die Pandemie gebrochen. Das bedeutet, man muss Immobilien neu denken. Und das tun die Investoren und das tun sie mit aller Entschlossenheit. Die Sorge, die jetzt entsteht, ist, dass man nicht genau einschätzen kann, wie werden sich die jeweiligen Nutzer in den jeweiligen Räumen verhalten. Es gibt also den Raum für Menschen, die Office nutzen. Da gibt es Branchen, da sind fast alle wieder da. Also auch die gibt es. Und dann gibt es Branchen, spüren wir seitens der Investoren, die kehren nie mehr zurück. Haben Sie ein Beispiel? Ja, ich habe die komplette Start-up-Szene ist wieder da, weil sie vorher schon mobil gearbeitet hat. Und jetzt sind sie wieder alle da und stehen am Kicker. Ja, und kickern. Und sie wollen kickern, weil jedes Mal, wenn sie kickern, haben sie Kreativität. Und dann haben sie Lust und dann haben sie Ideen und dann haben sie Fortschritt. Und dann gibt es Branchen, die zum Beispiel in Großraumbüros sozialisiert wurden. Da nenne ich jetzt mal keine, aber es sind halt die etablierten Branchen. Und wo die Menschen gemerkt haben, nicht alle, aber die, die die räumlichen Voraussetzungen hatten in ihrem Wohnen, wie schön das ist. Ja, wie schön das als ist, konzentriert arbeiten zu können und sich es auch mal familiär so einteilen zu können. Und dort spürt man ganz klar, und das sagen uns auch Investoren, da ist eine neue Form zu arbeiten, zu kreieren, mit der Folge, dass die Flächen, die dann vielleicht jetzt nicht mehr genutzt sind, in eine vernünftige Folgenutzung kommen müssen. Das ist eine der Herausforderungen, die wir lösen müssen, und zwar schnell. Ja. Zu der Folgenutzung und so, da kommen wir gleich auf jeden Fall auch noch. Ich möchte noch einen Moment in der Region bleiben. Sie haben eben gesagt, ja, und da kann man gut planen. Wer kann denn gut planen und wer nicht in der Region? Der gut kooperieren kann, kann gut planen. Also ich glaube, die meisten Themen, die wir hier miteinander besprochen haben, sind keine kommunalen Themen mehr. Also sie sind nicht mehr auf dem Territorium einer Kommune zu lösen. Es gibt keine Landschaft auf dem Territorium einer Kommune. Der Rhein ist auch nicht nur in Bonn, Siebengebirge auch nicht. Die Wohnstandorte, habe ich eben gesagt, die Beziehungen zwischen Wohnen und Arbeiten greifen da raus. Der Bildungsstandort ist von einer enormen Reichweite, hat ein Rieseneinzugsgebiet und die Forschungsseite auch. Also da könnten wir jetzt verschiedene Sachen aufrufen in Bonn und würden wissen, das ist ein Thema, was territorial nur in Bonn abzulasten ist. Also sind auch die Lösungen natürlich nicht nur in Bonn zu suchen, sondern im Verbund. Und da glaube ich, ist das Thema Region dann auch mit unterschiedlichen Maßstäben zu begucken. Das, was wir gerade gesagt haben, dass Corona die Bezüge zwischen Wohnen und Arbeiten und der Mobilität dazwischen verändert,
kann man auch andersrum sehen, wir haben eine Verlagerung oder eine andere Tagbevölkerung, also in Bonn, als wir sie vor Corona hatten. Eine andere Anzahl, eine Ausdifferenzierung von wer ist hier in der Stadt, warum und wer bleibt dann wo anders. Also da müssen wir dann auch wieder in die Region gucken, um das zu bewerten und dann eben Entscheidungen zu treffen für einen Einzelstandort wie Bonn, um diese Nachnutzungen, Umnutzungen, Transformationen dann in eine bestimmte Richtung zu treiben, die dann wieder ausgefüllt werden. Weil nutzt ja nichts, dass ich jetzt einfach mir das angucke und sage, lass das mal passiv so geschehen, bleibt jetzt ein Teil im Rebound hängen und der Rest nicht und das nur zugucke. Also ich sage mal, wer ist gut? Auf jeden Fall derjenige, der gut kooperieren kann und keine Angst vor Kooperation hat. Ich komme gleich noch mit einer Frage zurück. Ich habe jetzt gerade noch ein anderes Ding im Kopf, was die Frau Reicher eben sagte. Sie sprachen das Kulturelle an in Bonn. Und wenn ich jetzt höre, in der Region und wer kooperieren kann, wie wäre es denn, auch immer ein schönes Thema, was so rauskommt, ich werfe mal das böse Wort, Lastenausgleich für Bonn in die Runde. Weil jetzt könnte man ja sagen, gut, hier sind die Museen, hier ist Kultur und das Umland profitiert, da machen wir mal einen Lastenausgleich. Schaudert sie da schon, zucken sie schon, sie grinsen, was... Ja, ich würde das vielleicht nicht so formalisieren. Also ich glaube einfach, so eine Stadt wie Bonn hat einfach irgendwie einen Überschuss an bestimmten Nutzungen und profitiert natürlich auch davon. Es geht ja nicht nur darum, dass die Menschen in der Region dann den Zutritt, den wunderbaren Zutritt zu Museen und Veranstaltungen haben, sondern dass Kultur insgesamt ein Motor für Stadtentwicklung ist. Also Kultur zieht doch auch Menschen aus anderen Regionen zumindest temporär an. Und deshalb würde ich sagen, so ein Thema ist einfach vielschichtiger und muss man eben vor dem Hintergrund der Impulswirkung oder auch der Motorenfunktion sehen. Und ähnlich ist das auch bei den Hochschulen. Ja? Die Studierenden, die kommen ja auch nicht nur aus dem näheren Umfeld, sodass man irgendwie über diesen konkreten Lastenausgleich diskutieren kann, sondern Universität ist genauso wie die kulturelle Einrichtung ein Motor für Stadtentwicklung. Und es gilt, diese Motorenfunktion auch tatsächlich zu leben und was die Stadtplanung angeht, auch weiterzuentwickeln und zu profilieren. Und dann zahlt sich das, was vielleicht kurzfristig erreichbar wäre über einen Lastenausgleich, langfristig mit einem langen Atem und einem langen Atem für Qualität auch aus. Ich glaube, das Rechenmodell geht aus. Das war sozusagen meine wichtigste Botschaft, auch ohne bestimmte Verordnungen und formelle Lastenausgleiche. Der Dr. Molitor schüttelt auch schon ganz hektisch mit dem Kopf. Sie ja, haben da auch. Ich finde das eine Top-Diskussion, Lastenausgleich. Weil das ist ja so eine Überschussdiskussion nach dem Motto: Wir haben hier die ganzen Dinger, die besucht werden und die kosten Heidengeld und muss man sich daran beteiligen und so. Und während Sie das diskutieren, sollte das Umland dann mal sagen: Okay, solange wie ihr diskutiert, machen wir die Warmbachtalsperre zu, ihr kriegt kein Wasser. Ihr dürft nicht mehr ins Siebengebirge, wir beliefern euch nicht mehr mit den Lebensmitteln aus der Börde und die 10% der Gesamtenergie Deutschlands, die aus dem Tagebau Garzweil und Hambach kommen, die machen wir auch mal aus. Also von 10 Stunden Lampe an machen wir mal 1 Stunde aus in Bonn. Der Lastenausgleich können Sie mit mir Tag und Nacht in der Region diskutieren, finde ich top. Aber Sie haben ja gesagt, es tut es ja mehr, oder die Frau Professor Reich hat ja auch gesagt, da wo Kultur entsteht, ist Stadtentwicklung und das treibt diesen Motor voran. Wie ist das denn jetzt, wo alle mehr zu Hause waren, auch im ländlichen Raum, in den Regionen? Jetzt ist Kultur natürlich ein schwieriges Feld jetzt in den letzten 1,5 Jahren gewesen, aber haben Sie den Eindruck, dass neues Ortskerngefühl in diesen Regionen auch entsteht? Also tut sich da wieder was, dass da vielleicht doch wieder Programme laufen in Schenken oder dass auch kleinere Läden aufmachen und nicht mehr nur der große Supermarkt auf der Wiese. Regt da auch was sich an? Auf jeden Fall. Also das ist nicht, man muss immer sehen, man darf es nicht so in den Extremen diskutieren. Es ist nicht die Wiederkehr jedes Tante-Emma-Ladens und jedes Dorfzentrums. Aber man merkt schon, wenn man so 10, 15 Kilometer vor die Tore der Stadt hier geht, und das gilt dann für Köln und die ganze Rheinschiene, dann entstehen dort andere Bedarfe, weil eben die Bevölkerung am Tag zunimmt. Und die haben über den Tag verteilt Bedarfe, die sie dann da befriedigen wollen. Das hat aber jetzt nicht mehr diesen klassischen Anstrich von, dann kommt der Markt und setzt sich da wieder hin und macht das,
sondern es geht viel auch über Selbstorganisation. Also das gute Leben wird jetzt auf einmal auch ein Stück weit eine Angelegenheit, dass die Zeit, die ich nicht mehr pendel, also man stelle sich vor, ich gewinne vielleicht 10 Stunden in der Woche, weil ich nicht mehr aus, sag ich jetzt mal, Much nach Bonn einpendel oder aus Swisttal, sagen wir nur 10 Stunden, dann ist ja teilweise diese Zeit auch frei für andere Dinge, Kinderbetreuung, aber auch eigene Gesundheit, Sportangebote. Und dann entstehen auch wieder andere Bindungen, andere Beziehungen. Und ein Teil davon wird tatsächlich auch abgelastet in einer neuen Art von Organisation, in einer neuen Art von Beteiligung, auch in einer neuen Art von genossenschaftlichen Aktivitäten. Ja. So, und deswegen erleben wir halt, und das befördern wir auch aktiv, dass es diese Versorgungseinheiten wieder gibt und auch eine andere Form von gutem Leben. Die Idee, dass ich das gute Leben da eben mal auch selber mache, die hat ja in der Stadt schon eine große Kultur, aber die zieht jetzt auch ein Stück weit mit Corona und dem Rebound bis 15 Kilometer vor die Tore der Stadt. Und die Leute entdecken halt, dass sie da von dem Anschluss an den Freiraum gut unterwegs sind. Und da hat Bonn wiederum einen riesen Vorteil, weil diese Verzahnung mit der Landschaft ist hier nicht unmittelbar, sondern sie ist quasi... Sie ist so natürlich, dass man sie gar nicht mehr wertschätzt. Ja, in Köln brauchen sie Distanzüberwindung, um irgendwo hinzukommen, außer in den Grüngürteln jetzt. Ne? Aber sie brauchen eigentlich, um bestimmte Formen der Naherholung zu machen oder sich zu bewegen, brauchen sie eine Distanzüberwindung. Die brauchen sie in Bonn nirgendwo. Sie sind quasi ohne Anlauf immer im Landschaftsraum und draußen oder auch wieder drin. Ne? Das finde ich ist eine Qualität, die muss man sich vergegenwärtigen und dann in dem Sinne im Immobilienwirtschaftlichen auch putzen. Okay, also das heißt, wir sind da schon an ganz vielen Stellen auf dem richtigen Weg. Da hat jetzt auch vieles, wie die Frau Professor Reiche gesagt hat, so einen Anstoß noch bekommen, so im Brennglas, dass es schneller geht. Haben Sie denn das Gefühl, Sie stehen so in der ersten Reihe einer Revolution jetzt? Ich habe ja am Anfang dieses Wort so reißerisch in die Runde geworfen. Also ich würde schon sagen, also die Innenstädte müssen wir in Teilen echt neu erfinden. Also wenn man sich diese Erdgeschosszonen anguckt und diese toten Augen, in die man guckt, dann weiß man, da wird auch vor dem Hintergrund der weiter fortschreitenden Digitalisierung nicht wieder das einkehren, was da mal war. Das würde ich einfach sagen, da geht es um eine Neuerfindung, ob das schon mit dem Begriff Revolution zu überschreiben ist, kann man sicherlich diskutieren. Und da wird auch eine ganz andere Entwicklung kommen im Sinne von viel stärker produzierendes Gewerbe, Manufakturen, andere Formen des Arbeitens werden da Einzug halten und auch an der einen oder anderen Stelle kreative Nutzungen oder auch das Wohnen da, wo es geht. Anders ist das aus meiner Sicht etwas mit den Quartieren, weil an vielen Stellen sehe ich, dass die Quartiere gerade auch durch Corona mit so kleinteiligen Versorgungsstrukturen eigentlich sehr gut funktioniert haben. Und da geht es eigentlich vielleicht um das ein oder andere Nachjustieren, aber es geht auf keinen Fall um die Revolution, weil dann würde man ja auch das soziale Gefüge und bestimmte Nutzungskonstellationen in Gänze in Frage stellen. Also ich würde differenzieren zwischen den Fußgängerzonen, wo wir wirklich über eine neue Generation und eine Neuerfindung nachdenken müssen, und aber diesen kleinteiligen Strukturen an den Rändern. Da hat sich eigentlich sehr gut gezeigt, dass die Quartierseinheit eine wirklich hervorragende Einheit ist, um Gemeinschaft stärker weiterzuentwickeln, um dezentrale Versorgungsstrukturen zu stärken, um auch in dem ganzen Bereich der medizinischen Versorgung nachzubessern. Also diese Differenzierung, glaube ich, muss man schon machen. Wie kriegt man das Herz da rein in so ein Quartier? In Köln heißt das Fädel, dann ist direkt der Drops gelutscht. Wie macht man das in Bonn? Das macht man in Bonn genauso wie in den anderen Städten, dass man Handlungskonzepte auch auf der Quartiersebene verfolgt, die möglichst integrativ das Thema Mobilität, das Thema Nutzung und auch das Thema Gestaltqualität mitdenken und natürlich auch die Menschen einbeziehen, weil das Quartier hat ja eine ganz hervorragende Eigenschaft, dass die Menschen sich nämlich mit ihrer Nachbarschaft und mit dem Quartier identifizieren. Also man hat eigentlich auf der Quartiersebene die besten Voraussetzungen, auch Schubkraft in zukunftsfähige Quartiersentwicklung reinzubringen. Jetzt bleibe ich bei der Identifikation, denn das ist ja immer so das erste Ding für die Akzeptanz.
Und dann kommen wir mal zum Herrn Burbulla, der hier rechts neben mir sitzt und der jetzt gerade ein bisschen über die Region ins Hintertreffen geraten ist. Deswegen hole ich Sie jetzt in die Runde. Passt zur Revolution und passt zu neue Impulse. Denn ich habe es eben gesagt, Sie möchten was ganz Neues machen in Bonn. Sie möchten den Air Tower bauen. Und zwar, wenn ich das richtig gesehen habe, soll der zwischen Post Tower und Lange Eugen gestellt werden. 170 Meter hoch. Und da soll ein Konzertsaal drin sein, wo man damit Blick auf das Rheintal Konzerte genießen kann. Welcher Gedanke war zuerst da? Haben Sie zuerst gedacht, ich will einen Turm bauen oder haben Sie gedacht, ich will einen Konzertsaal bauen? Ach, es war eigentlich mehr Spielerei. Ich bin über die alte Stadthalle Bonn-Gronau gestolpert, die genau an der Stelle stand, und habe dann auch so ein bisschen gelesen, was so 1910, 1905 da los war. Da war ein riesiger Biergarten, war auch so ein Salonorchester da. Und dann dachte ich, ja, das ist doch etwas Schönes und Biergärten sind immer schön. Und irgendwie dachte ich, ja, wie sollte so etwas heute aussehen oder wie könnte etwas heute aussehen? Also ohne jetzt zu denken, dass das realisiert wird, sondern mehr als so als Spielerei. Ne? Ich bin halt mit Stahlbau verdiene ich mein Geld seit 30 Jahren und so habe ich mal überlegt, ja, was könnte auch so sein, wo unsere Kinder gerne hingekommen? Ne? Also was könnte ein bisschen Abenteuer sein? Was könnte etwas? Ja, die Rheinaue ist ja jetzt auch schon eine Menge Abenteuer. Also ja, für Kinder ja. Ist das ja eine Sache. Genau, ne? Aber wie kriege ich zum Beispiel ein 12-, 13-, 14-Jähriger in ein klassisches Konzert? Ne? Das ist manchmal nicht so einfach. Und da hatte ich also diesen Abenteuercharakter irgendwie zu haben und natürlich irgendwas haben, was Schönes, was besonders ist. Das war so der Kristallisationspunkt. Und dann habe ich natürlich lang herumgebastelt und geguckt, wie könnte man das hinbekommen. Und dann destilliert sich da so ein Gedanke zusammen und dann geht man den nächsten Schritt und baut das dann in diese ganzen Regularien rein, also ist das brandschutztechnisch möglich, ist das geologisch möglich, ist das vom Versammlungsstättengesetz her möglich, ist das alles, und wenn ja, man das alles... ändert sich ja die ganze Zeit noch. Nee, eigentlich nicht so sehr. Momentan ist es mit Corona schon. Ja, mit Corona schon, aber sonst grundsätzlich sind das ja doch sehr stabile Rahmenbedingungen, die man befolgen muss. Ja. Und irgendwann, umso mehr ich eigentlich daran gearbeitet habe, umso mehr Lampen leuchteten grün auf und dann kam auch die Berechtigung, ja, warum sollte man das nicht mal versuchen? Ne? Warum sollte man sich nicht sowas mal anschieben? Ne? Man kann ja nicht immer sagen, auf andere Leute warten. Ne? Das bringt ja genau, nichts. Genau, das ist jetzt so das Besondere an diesem Projekt. Sie sind also quasi als einzelner Privatmann hingegangen, haben gesagt, so, ich würde das gerne so bauen. Ich stelle den Bonnern und allen Interessierten das vor, in einem Ladenlokal in der Innenstadt, ja. Wo man dann auch mit neuesten Möglichkeiten, mit virtuellen Brillen und digitalen Sachen, sich das angucken kann, um so einen Eindruck kriegen zu können und kann unterschreiben. Wenn Sie 10.000 Unterschriften haben, geht es in die nächste Runde, ja. Dass das kommt. Da haben Sie ja schon mal 3 Jahre oder noch mehr reingesteckt, um überhaupt zu dieser Präsentation zu kommen. Ja. Wie ist das, wenn man da so eine Idee hat und dann macht man das und dann kommt auf einmal auch so Gegenwind, weil man selber ist ja von der Idee überzeugt und auf einmal heißt es, was? Wenn hier jeder für sein Kind was in die Rheinaue baut und gefallen tut es mir auch nicht, das geht doch nicht. Was haben Sie sich da gedacht in dem Moment? Ach, eigentlich nicht viel. Also das ist ja der Preis von allem und jedem. Wenn man was Schwieriges, Kompliziertes, Besonderes macht, dann darf man sich, glaube ich, auch nicht beschweren, wenn es anstrengend ist. Okay, fragen wir mal die Städteplanerin. Wie ist das, wenn der Laie sagt, ich habe da eine Idee, ich will da was bauen und bestimmt dann die Silhouette mit. Ist das im Prinzip mit Anlauf, dass das so eine Diskussion wird und da auf einmal so viel Herzblut von allen Seiten reinkommt oder ist sowas üblich und nur hier in Bonn neu? Also ich finde, erstmal ist es gut, wenn sich jemand für seine Stadt engagiert. Das würde ich einfach noch mal gerne unterstreichen. Nun ist es so, wenn man über Hochhäuser generell und Hochpunkte diskutiert, dann stellt sich immer die Frage, inwieweit beeinträchtigen Sie Qualitäten im Umfeld? Also was haben Sie für einen gestalterischen, sozialen und nachhaltigen Mehrwert? Und diese Frage, glaube ich, die muss man einfach diskutieren. Also ich stelle
an ganz vielen Stellen fest, wenn es um diese Hochhausentwicklungsdiskussion geht, dass man über Kommunikation mit den Menschen vor Ort auch das Thema Akzeptanz für diese dritte Dimension der Stadt sehr stark befördern kann. Aber dass die Menschen auch wollen, dass es einen Rahmen gibt, innerhalb dessen diese Skyline, diese Hochpunkte sich entwickeln und wie sie auch sozusagen ja, ein Ganzes bilden. Also letzten Endes wird eingefordert, dass es ein qualitätsvoller Bau ist und ich würde sagen, das ist in dem Falle schon ein Stück weit gesetzt durch Ihre Ambitionen, aber es geht natürlich auch darum, inwieweit wird die Nachbarschaft beeinträchtigt. Das fängt bei so simplen Fragen an, wie ökologischen Fragen, wie Veränderungen von Windströmen, wie das Thema ist, der öffentliche Personennahverkehr so ausgelegt, dass es eben nicht eine Riesenparkplatzwüste im Umfeld gibt. Also man muss sehr genau gucken, was generiert eine solche Nutzung und welchen Mehrwert hat sie aus den unterschiedlichen Perspektiven? Wie ist das für Sie als Entwickler? Was denken Sie sich, wenn dann, also noch möchte der Herr Bobola das ja auch alles alleine bezahlen, wenn ich das richtig sehe, aber stellen Sie sich mal vor, der wird jetzt Ihre Kunden wegnehmen und sagen, hören Sie mal, ich habe da ein Projekt, so ein Tower. Was dann? Ja, erstmal finde ich ihn geil, ne? So als Gesamtpaket, ja? Wenn ich das mal so sagen darf. Ja? Da ist jemand und wir als Sparkasse Köln-Bonn sind Inkubator für viele Mittelständler und für viele mit guten Ideen. Und wir unterstützen sie auch und begleiten sie über Jahre. Und ich finde die Idee im ersten Schritt fantastisch, weil ich über Jahre gemerkt habe bei vielen Investoren und auch in meiner eigenen Funktion, wie schwer das ist, dran zu bleiben und wie schwer es ist, sowas umzusetzen. Und man bewegt sich mit einer brillanten Idee im ersten Schritt in einem feindlichen Umfeld. Das ist infrastrukturell feindlich, das ist von den Regeln her feindlich. Und wenn man sich dort in diesem feindlichen Umfeld bewegt, ja, da kommt noch Brandschutz dazu, da haben wir noch gar nicht drüber gesprochen, ja. Wie leitet man an, ne? Wie kommt man hin? Da muss man halt zum Schluss kraftvoll sein und mutig sein und es durchsetzen. Und ich wünsche immer jedem, dass er letztendlich hinter seiner Idee steht und versucht, sie umzusetzen. Wenn es nachher, ich habe die Architekturdiskussion sehr wohl begleitet, ja, so gar nicht mal auf Seiten der Investoren, sondern aus Interesse, dass sich natürlich dann auch abgearbeitet wird, dass so ein Entwurf nochmal architektonisch diskutiert werden muss. Auch das muss man dann tun. Ich finde, das gehört sich auch. Und dann muss man sehen, kriegt man alle zusammen hinter diese Idee. Und da sind Themen wie moderierte Workshops, wo man die Leute zusammenbringt, nicht nur aus dem direkten Umfeld mit der Kommune. Das sind die modernen Lösungen für Baurecht, für Objekte dieser Art. Und wenn die funktionieren, man nimmt alle mit, dann kann man sich freuen. Wie viele Stimmen haben Sie bis jetzt auf der Liste? Ungefähr 9000 Stimmen und also wir sind natürlich wahnsinnig froh, dass wir überhaupt so weit gekommen sind, also weil für etwas zu sein ist ja wahnsinnig schwierig und dann wir müssen ja jede Stimme jedem erklären, was wir eigentlich wollen. Wir können ja nicht sagen, gegen etwas zu sein, ist immer relativ einfach und und das ist schon eine unheimlich gute Arbeit auch, ne? Dass man überprüft sich ja auch dabei da und selber, ne? Ist man auf der richtigen Spur? Man muss ja doch relativ eigensinnig sein, ne? Aber auf der anderen Seite muss man natürlich auch nicht taub sein, also dieses beides immer noch zu haben und dann so ganz langsam zu korrigieren. Also was korrigieren wir jetzt? Ist das wirklich so perfekt so oder sollten wir das? Dann kommen natürlich, umso mehr man im Detail arbeitet, auch die ganzen finanziellen Restriktionen. Ne? Also man kann ja nicht bauen, als gäbe es kein Konto. Ne? Das Aber Konto, Sie sagen jetzt auch nicht, ich möchte das so haben und entweder so oder gar nicht. Das sage ich schon relativ viel und fest, weil sonst verliert sich der Plan. Und es ist ja wie bei Legosteinen, man nimmt unten einen Stein weg und dann fällt das, nicht bei Lego, aber bei normalen Steinen, fällt das ganze Ding zusammen. Da muss man höllisch drauf aufpassen, dass man also nicht diesen Fehler begeht. Also alles muss stabil und angefangen vom Finanziellen, vom Brandschutz, von der Optik. Also man kann das Ding nicht, den Turm auch nicht irgendwo bauen. Man muss ihn wirklich neben diese zwei bestehenden Türme bauen. Ansonsten fällt das, ist es auch wieder ein Schaden für die Stadt und das will man ja auf keinen Fall. Also das ist das Letzte, was man irgendwie will, ist irgendeinen Schaden anrichten. Aber was ist Ihnen persönlich wichtiger, das Konzert in der luftigen Höhe oder der Turm? Das ist ja die Lösung, das Konzert. Sie müssen schon einen Turm bauen, sonst kommen Sie nicht hoch. Okay.
Ich habe dann immer so Öko-Ideen auf dem Berg oder auf dem Petersberg oder sowas, ist natürlich dann nicht so hoch. Höhe ist aber natürlich ein Stichwort, da möchte ich direkt nochmal anhaken, weil die Frau Professor Reiche das eben auch sagte, das scheint ohnehin immer ein bisschen schwierig zu sein, sobald es in die Höhe geht. Ich denke, es fußt noch so ein bisschen in den Bausünden der 60er, 70er, 80er Jahre oder was man auch aus dem Ostblock kennt, wo einfach sehr schnell sehr viel Wohnraum generiert wurde. Und das haftet dem Ganzen noch so ein bisschen an. Trotzdem, wenn wir auf der anderen Seite dann Sachen hören, wie vom Herrn Dr. Molitor, dass das produzierende Gewerbe auch sagt, oh, wir haben zu wenig Platz. Und Sie sagen, ja, die Region, Sie können ja jetzt auch nicht einfach in die Region eine Firma neben der anderen setzen. Dann ist ja da auch alles verdichtet. Das ist ja so ein Wort, was ich auch wieder gelernt habe. Was ist mit den mangelnden Flächen? Muss man auch in der Region dann in die Höhe gehen? Haben Sie jetzt da Hochhausdiskussionen um Land? Hammer. Klar haben wir da, also keine Hochhausdiskussion, aber ich kann mal im Umfeld von Köln sagen, wie das läuft, dann ist es vielleicht nicht so das Einfache, es hier zu sagen, aber wenn man in Pulheim oder in Bergheim zum Beispiel diskutiert, dass man an Bahnhaltepunkten dann massiv nachverdichtet, da gehört das auch hin, damit es eben nicht mehr Verkehr erzeugt, sondern an entlang entstehender ÖPNV-Achsen, dann ist so ein Grundgefühl da, dass alles, was mehr als zwei Geschosse der nächste hat, der nächste Drogenstützpunkt ist. Ne? Und das ist aber so nicht. Und wenn man sich mal anschaut, was wir für Strukturen hier in Bonn haben und wie dicht die teilweise sind, und wenn Sie das mal projizieren dann nach draußen, dann kommen Sie da teilweise auf drei, vier Geschosse. Und das ist sehr dicht und das ist sehr schön, wenn man das jemandem zeigt und sagt, ja, das finde ich gut. Aber erstmal die Ansage, wie es so intoniert ist, ist ja erstmal ne, Beton, Ostblock, also Sie haben es gerade so intoniert. Ne? Und ja, da müssen wir aufpassen, dass wir diese Bilder runterstapeln und sagen, das kann extrem gut aussehen, das kann extrem gut gemacht sein und das gehört auch passend hierhin. So, und so eine Diskussion brauchen wir, weil wir können ja nicht noch weiter in die Fläche bauen. Also damit erzeugen wir nur mehr Verkehr. Sie machen ein Problem für Bonn dadurch, dass sie eben noch mehr Leute dahin auslagern, wo sie noch mehr Verkehr wieder rückwärts in die Stadt tragen. Und die Verkehrsprobleme in Bonn sind groß genug. So, und das wird sich ja auch nicht ändern, dadurch, dass ich dann sage, komm, schmeiß noch mehr raus. Also ich bin schon ein Fan dafür, dass auch im Umland an Orten, die dafür geeignet sind, die wir auch kennen, höher gebaut wird. Und im Bereich Gewerbeflächen würde ich dann nochmal vielleicht einen Punkt setzen wollen. Sie haben ja eben über Umwandlung und Transformation gesprochen, auch von Innenstädten und überhaupt auch von, ich sag mal, bebautem Raum, Kubaturen. Bonn geht auch weiterhin auf eine Zeit zu, wo wir viele Bestände noch nachnutzen müssen. Also ich bin heute nochmal, als ich hingefahren bin, ich selber kenne viele, viele Dinge, die jetzt hier einfach noch einer Nachnutzung harren. Und das sind schon auch teilweise gewaltige Packungen, die dann noch einen Zukunftsgeist einatmen müssen. Woran hakt es denn da? Wenn die Gebäude da stehen, was ist dann wieder? Ist Brandschutz, wie es eben kam? Oder? Ja, aber wir werden natürlich dann auch schon, der Markt ist im Augenblick so, sag ich mal, wild, dass er auch diese Flächen belegt. Ne? Wir haben vor 10, 15 Jahren hier auch Brachflächen, die schwer waren in der Aufbereitung. Die haben wir mit viel öffentlichem Geld erstmal angepackt, damit sie in die Nähe des Marktes gerückt wurden. Ja, jetzt ist das so, der Markt kommt und dann gehen die doch mal dreimal oder viermal durch irgendwelche Hände, dann nimmt sich noch jemand was von runter und dann werden die privat entwickelt und dann geht er trotzdem noch voran. Also da würde ich denken, da muss Stadtplanung, Stadtentwicklung eine Idee haben, was soll mit diesen Transformationen sein? Wie Christa Reicher gesagt hat, ich brauche eine Idee dafür, was ich jetzt diesen alten Hüllen dann für ein neues Leben einhauche. Und da bin ich mir nicht sicher, ob gerade in einer Stadt wie Bonn, die viel saubere Wirtschaft auch produziert, weil vom Kopf in das Digitale und vom Kopf in Produktlinien wie Ernährung oder sowas, die brauchen nicht unbedingt dann rausverlagert zu werden nach Swisttal oder irgendwo nach Euskirchen auf eine Fläche, sondern die können, wenn ich will, auch mal eine Fläche in der Stadt wieder neu besetzen und eine Kubatur. Und ich glaube, ein Zeitzeichen wird sein, dass wir die Bestände nachnutzen. Ja, und der Markt und die Entwickler werden in die Bestände reinkriechen müssen. Aber da... Ja, bitte. Also da müssen wir schon mal den Blick, so schöner städtebaulich ist, ich will da keine Desillusion betreiben, in die Nutzer legen. Ja, und es ist so, die Hochhausdiskussion, die hat auch ein Wahrnehmungsthema. Zuerst nimmt man eine Immobilie
über ihre Architektur und ihre städtebauliche Struktur war. Aber ein Image kreiert die Immobilie über die Nutzung. Ja, das heißt also, die Anfangsprägung legt sich und dann kommt die Prägung über die Nutzer, die Menschen, die in ihr leben. Und dann gibt es verschiedene, ja, schon seit Jahrzehnten Regelabläufe, die auch zu diesem Imageverfehlung geführt haben. Nämlich, dass zum Beispiel ein Hochhaus, was eigentlich architektonisch gar nicht so schlecht war, aber durch, sage ich mal, eine Primärnutzung von sehr elitären Menschen auch ein komisches Image bekam. Es gibt aber auch viele hohe Häuser, die durch ihre Primärnutzung von sozial etwas niedrigeren Stufen auch eine komische Nutzung hatten und dann bleibt zum Schluss ein Image. Und dieses Image, das ruht dann sozusagen in der Prägung der Menschen und das legen sie auf die Zukunft. Das heißt, die Aufgabe von den Menschen, die sich in der Immobilienbranche bewegen, ist, irgendwann genau zu erkennen, wann hört die Diskussion um die Immobilie als architektonisches Bauwerk auf und wann beginnen die Menschen, diese Immobilie mit Gefühlen und Leben zu füllen. Das ist ein ganz wichtiger Punkt. Also gut, ich kann das total unterstreichen, weil wir haben ja mit dieser Hochhausdiskussion auch jetzt so mahnende Stimmen, die sagen, guckt euch doch mal an, ihr Architekten und Stadtplaner, was ihr in den 1960er und 70er Jahren gebaut habt und jetzt wiederholt ihr genau diese Fehler wieder. Damals haben wir zu monofunktional und eben ohne das entsprechende Mobilitätsangebot geplant und die Belegung war in Teilen einfach falsch. Heute wissen wir, dass wenn wir möglichst nutzungsgemischt Immobilien oder solche, ich sag mal, vertikalen Quartiere, für mich sind gute Hochhäuser vertikale Quartiere, aufstellen, wenn wir den entsprechenden Anschluss an Mobilität haben, wenn wir sozusagen höchste architektonische Qualität haben und das gehört für mich auch dazu, sozusagen einen Rahmen, der auch Gemeinschaft und das Miteinander fördert. Weil ich habe mal einen Prozess vom Abriss von 3 Hochhäusern begleiten können und habe festgestellt, eines dieser Hochhäuser, das funktioniert super gut, da gibt es eine tolle funktionierende Gemeinschaft und die 2 baugleichen, ja, ich sage jetzt nicht, welche Stadt das war, die 2 baugleichen, die von irgendeinem internationalen Investor sozusagen irgendwann erworben worden sind, kein Mensch hat sich drum gekümmert, das wurden richtige Problemfälle. Man hat am Schluss die 3 abgerissen, aber das eine hat super funktioniert. Es gab den Hausmeister, es gab Gemeinschaftsnutzungen im Erdgeschoss. Also man muss sehr genau hingucken, was funktioniert. Und ich finde diese Diskussion um hoch hinaus, das ist ja eine Diskussion, die wir in ganz vielen Mittelstädten auch mittlerweile haben, natürlich auch in den Großstädten. Deshalb interessant, weil der Boden wird teurer. Wir müssen sozusagen umgehen mit der knappen Ressource Boden. Und wenn wir da mit dem richtigen Programm, mit einer ausgesprochen guten Architektur und dem richtigen Anschluss an Mobilität operieren, dann kann das schon eine gute Stellschraube sein, um nachhaltigen Städtebau zu praktizieren. Genau, also diese Mobilität ist ja eine Sache, das hatten Sie ja eben auch schon gesagt, dass da in den verdichteten, also in den Gebieten wie jetzt Pulham oder Hürth, dass dann auch neben die Bahnstation neu gebaut wird und dass das weitergemacht wird. Aber dieses Höherbauen bezieht sich ja auch gar nicht nur auf Hochhäuser. Also Infrastruktur ist das eine, Mobilität kommen wir gleich auf jeden Fall noch drauf, weil das so wichtig ist. Aber dieses Höherbauen, man könnte ja auch hingehen, man scheitert ja manchmal, wenn man ein Bauvorhaben hat und man möchte, sagen wir mal, 2 Stockwerke draufsetzen von 3 auf 5. Das heißt, ja, das geht aber nicht. Ringsum sind alles nur 3-stöckige Häuser. Das ist nicht möglich. Muss da auch im Umdenken was passieren? Also würden Sie alle gerne ein bisschen höher bauen? Nicht jetzt so ein Hochhaus, gibt ja noch was dazwischen. Ja, also erstmal, das ist ein ganz komplexes Thema. Das kann man nicht einfach mit A oder B beantworten. Das hat etwas mit Baurecht zu tun. Das hat etwas mit technischen Rahmenbedingungen zu tun. Man kann nicht ohne weiteres jedes Gebäude aufstocken. Das geht alleine schon von der Statik nicht. Aber was mir schon nochmal wichtig ist, und das knüpft an das, was Reimer Molitor gesagt hat, wir müssen schon überprüfen, an welcher Stelle wir den Bestand auch umnutzen können, weil Bestand ist eine wichtige energetische und auch nachhaltige Ressource. Und da müssen wir dran, aber wir müssen auch an der einen oder anderen Stelle überlegen, dass wir verändern müssen. Und da gehört auch punktuell mal ein Abriss dazu. Man kann nicht immer nur das Dogma der Bestandserhaltung aufrufen.
Aber was, glaube ich, ganz wichtig ist, ist, dass eine Nachverdichtung aus diesem Negativ-Image rauskommt, weil Nachverdichtung heißt ja immer, wenn man so mit der Bevölkerung oder den Menschen redet, oh, jetzt verschlechtert sich meine Situation, da wird was hinzugebaut, mein Blick verändert sich und so weiter. Ich glaube, wir müssen es schaffen, die Qualität des Neuen besser zu kommunizieren, dass diese Angst vor der Veränderung, weil die Veränderung kommt eh, dass sie nicht so stark negativ kodiert ist. Also, dass es eine Akzeptanz gibt und ein Vertrauen darin, dass Veränderung auch was Positives bedeutet. Und wir müssen Legendenstatus vermeiden. Also es ist häufig so, dass die Diskussion ist, dass Nachverdichtung eins oder zwei Geschosse mehr in der Bevölkerung auch schon mal so die Idee hat, das könnte Themen lösen. Aber das löst wirklich keine Themen, weil letztendlich unsere Gebäudestruktur, wenn man sich die nordrhein-westfälische Gebäudestruktur anschaut und aus welchen Baujahren die meisten Gebäude sind, gebe ich Ihnen völlig recht, ist eine statische Lösung schon sehr schwierig, eine baurechtliche Lösung noch schwieriger und ich möchte gar nicht darüber reden, wie sich eine Stellplatzsituation entwickelt, wenn das alles geschieht. Deswegen muss man sehr behutsam vorgehen und den Menschen auch klar die Wahrheit vermitteln, dass dort, wo es geht, es Sinn macht, es tut, aber die Probleme, die wir letztendlich haben, nämlich attraktiven innerstädtischen Raum zu schaffen, die auf anderem Wege gelöst werden müssen und nicht durch Nachverdichtung. Man sagt das schon mal, also das ist ein Gebäude sozusagen aufzustocken, ist nicht Fischertechnik. Hm. Ja? Es ist komplex, es ist noch nicht mal kompliziert, weil soziale Elemente da reinfließen, wie Angst, Sorge und auch Neid. Hm. Und wenn die Elemente dazukommen, dann ist der Cocktail relativ ungenießbar. Okay. Wie höre ich das denn? Würden Sie selbst denn gerne in Ihren Entwicklungen höher bauen, dann im gewerblichen Bereich lieber? Oder? Ich versuche es kurz und auf den Punkt zu bringen. Höher bauen ist, es gibt in der bauphysikalischen Betrachtung gibt es natürlich Ebenen. Ne? Also es gibt so eine Baugrenze bei 60 Meter. Darüber hinaus geht es im Bereich von Fluchtwegen und da muss sich einiges verändern. Ich persönlich habe jetzt zwei Projekte mal selbst realisiert, die in diesen Größenordnungen waren. Ich würde es wieder tun. Aktuell muss man klar sagen, und auf die nächsten 24 Monate muss man dafür genau die Baukostenentwicklung im Auge behalten. Ja, das bedeutet, man muss genau wissen, wie entwickeln sich die Baukosten, weil es ist nicht so, dass höher bauen preiswerteren Wohnraum schafft. Vielleicht existiert der Glaube. Nee, also das höher bauen ist gerade ab 25 Meter mit höheren Kosten verbunden und das multipliziert sich, je höher wir nach oben gehen, vor dem Hintergrund Brandschutz, Statik, technische Ausrüstung, Aufzüge und so weiter. Das muss man einfach im Blick haben. Also ich würde sagen, das höhere Gebäude an der richtigen Stelle mit der richtigen Nutzung, dann kann das ein Mehrwert für die Stadt sein. Aber es ist kein Generalkonzept, was wir überall verfolgen sollen und wollen, weil dann würden wir, finde ich, auch die Identität, auch dessen, was hier an Werten ist, aus meiner Sicht zu stark beeinträchtigen. Vielleicht abschließend, wenn man es gegeneinander stellt, wir hatten eben die Diskussion Quartiere, gemischt genutzt, in der Siedlungsstruktur verankert, eher. Mhm. Für mich eher die Lösung. Die andere sind auch manchmal so Flagship-Diskussionen. Mhm. An so einem Hochhaus kann man sich gut abarbeiten. Wie ist das, apropos Flagship-Diskussion, dann werfe ich auch noch einen Begriff in die Runde, habe ich in der Vorbereitung gelesen, The Boring Company, dieses Wortspiel zwischen bohren und langweilig, wieder so ein Produkt von Elon Musk, der sagt, so, wir haben jetzt hier die Möglichkeit, nach Lösungen zu suchen, effizient Löcher in die Erde zu bohren und Tunnel zu bauen. Rollen Sie damit den Augen oder sagen Sie, Menschheit ist genau das, was wir in der Region Köln-Bonn brauchen können. Hoffentlich forscht der Herr Musk da mal ein bisschen schneller oder sagen Sie, uninteressant. Naja, wenn man sagen könnte, also wenn Sie mir die ganze Region schenken würden, ne, und sie würde komplett mir gehören, dann würde man schon mal das durchrechnen, was man an einigen Stellen unter die Erde bringen könnte, ne, um es zu transportieren. Aber da bin ich ja dann in der Situation, Eigentum ist ja nicht auf Null, sondern Eigentum geht ja sozusagen nach unten weg. Ne? Und da finde ich, muss man genau hingucken, was man tut.
Die Region hat insgesamt natürlich auch ihre Schockerlebnisse, ne, in Bezug auf minus eins und minus zwei. Und das ist eine schwierige und heikle Angelegenheit, Menschen vorzuschlagen, dass unter ihnen durchgebohrt wird, um Waren, Güter, Menschen, Daten zu transportieren im größeren Umfang. Aber wir haben in der Region einige Pilotgutachten, die das versuchen, ne, die also da auch schauen, was kann man realisieren, was kann man tun. Und gerade im Gewerbebereich ist natürlich auch die Frage, wie kriegen wir demnächst einfach Effizienzgewinne hin. Ne? Wir haben das letztens am Deutzer Hafen diskutiert, da in Köln. Wenn ich dann nur sage, okay, ich schneide da hier so 6, 7, 8 Blöcke und dann mache ich das, dann verschenke ich eigentlich viele der Effekte, die ich auf minus eins nehmen könnte, indem dass ich den Verkehr dahin bringe, die Fähr- und Entsorgung dahin bringe, die muss ich ja sonst immer in jedem Quadranten nochmal neu abwickeln, ne, und die nach oben legen. Also es gibt schon so für gewisse Skalierungen, gibt es da, sag ich mal, die Ideen, und dafür muss man jetzt nicht Herr Musk heißen, ne? Also das ist so. Aber es ist eine schwierige Diskussion in unserer Region. Übrigens auch, ich habe ja Geografie und Geologie studiert, das ist halt auch in den verschiedenen Bereichen der Region auch ein tatsächlich minus eins bis minus fünf Thema. Ja, da muss man genau hingucken. Das sagt sich leicht, das ist aber ein ganz heißes Thema. Also wenn ich das jetzt schon immer nur so im Ansatz höre, da glaube ich, ist aber auch wahnsinnig viel, was wieder mit Erlaubnissen, mit Genehmigungen, mit Möglichkeiten, mit überhaupt auch bei den Leuten das interessant machen, zu tun hat. Es ist aber ja so, dass man diese Genehmigungen schon für viel einfachere Sachen manchmal nur sehr schwer bekommt. Und da möchte ich so im Sinne der Stadtplanung ein bisschen kommen zu dem Thema Verwaltung und Baurecht, denn wir hatten jetzt eben schon so ein bisschen mit der Umwidmung, was möglich ist, was nicht. Sie haben es immerhin jetzt schon geschafft, mit Ihrem Projekt das so weit durchzubekommen, dass Sie ein Bürgerbegehren haben können. Also da ist schon mal was hintergekommen. Hm. Wie viele graue Haare hat Sie das gekostet? Vorher waren die alle blau und jetzt sind ein paar farbige dazugekommen über die Verwaltung, oder war das einfach? Wie soll man das ein bisschen? Ich glaube, das ist alles schon okay, ne? Weil man macht ja nicht irgendwie eine neue Halle im Industriegebiet, die niemandem auffällt, sondern man macht schon was sehr Exponiertes. Und dass, wenn etwas exponiert ist, ist es ja nicht sozusagen meine private Spielwiese, sondern ist schon eingebettet in sozusagen das ganze Leben, die ganze Party von der Stadt Bonn. Und das muss natürlich schon, glaube ich, durchdiskutiert werden, also durchgelebt werden, und dass das alles sehr holprig ist und alles sehr umständlich ist und so etwas, kann man sich beklagen, aber ich glaube, wenn man so andere Regionen auf der Welt guckt, denkt man, wir kriegen das immer noch ganz gut hin. Also würde ich mich da jetzt mal nicht drüber beklagen, würde ich sagen, einfach, das ist der Gang der Dinge, und wir sollten froh sein, dass es diesen Gang der Dinge gibt, und und den hat man halt zu gehen. Und parallel dazu ist natürlich ganz wichtig, dass, wenn es mal irgendwie die Würfel dann in meine Richtung fallen, dass dann alles auch da ist und fertig ist und technisch durchdacht ist und ingenieurmäßig durchdacht ist und finanziell dasteht, sodass es auf dieser Seite dann auch keine Pleiten gibt. Ja. Jetzt ist es aber ja so, wenn Sie viel zu tun haben mit Verwaltung, mit Baurecht, ne? Ich sehe schon da Nicken neben mir. Es gibt ein paar Probleme, das habe ich in der Vorbereitung gelesen. Ich habe gehört, dass die Professor Reicher gesagt hat, sie hatten vor 20 Jahren oder 30 Jahren hatten sie zwei Ordner für eine Genehmigung, genau. Und heute haben sie 20. Also irgendwas scheint da tatsächlich passiert zu sein. Und wenn ich dann noch höre, was eben alles dazugekommen ist, was es früher nicht gab, Brandschutz oder auch Resilienz, auch natürlich ein Stichwort, genauso wie Nachhaltigkeit, ne? Verdichtung der Böden, das sind ja alles Sachen, die mit reinspielen, die auf einmal auch durch diese Flutwelle ganz anderes Bewusstsein auch in der Bevölkerung ausgelöst haben, dass das vielleicht wichtig ist, darüber nachzudenken. Und wenn ich jetzt dann höre, so 20 Ordner dafür schon, jetzt haben wir diese ganzen anderen Themen auch noch vor der Brust, so viel vor, wie bekommen wir das denn hin? Also mit dem Beispiel dieser Ordner wollte ich einfach nur untermauern, dass
der erste Stadtteil, den ich vor 20 Jahren tatsächlich geplant habe und dafür einen Bebauungsplan gemacht habe, das waren zwei Ordner. Vielleicht lag es auch an dem Bundesland, glaube ich aber nicht. Aber, und wenn ich das Gleiche hier machen würde, dauert es fünfmal so lange und hat es eben riesige Genehmigungsverfahren. Und in Teilen, muss man sagen, hat das ja auch alles einen Grund, warum es so ist. Also wir diskutieren heute viel über Anpassungsstrategien an den Klimawandel und sowas. Das sind ja auch Aspekte, die wir vor 20 Jahren gar nicht auf dem Schirm hatten. Von daher will ich jetzt nicht sagen, alles, was wir sozusagen einfordern an Nachweisen, ist schlecht. Auf der anderen Seite würde ich schon sagen, manches müssen wir beschleunigen. Und wenn wir immer auch von dem Thema neue Qualitäten reden, dann braucht es vielleicht auch einfach mal so einen Ausnahmezustand, wo man nicht nur auf das Pilotprojekt guckt, sondern mal auf so ein größeres Projekt, was man dann mal als Piloten realisiert und dann aber genau überlegt, wie kann ich das auch zu einem Regelfall, ja, zu einem Regelfall machen im Sinne des Genehmigungsverfahrens, im Sinne eines Beteiligungsprozesses. Von daher denke ich, ich bin eine Gegnerin von, wie soll ich das sagen, nur rein technologiebasierten Konzepten oder auch von Leitbildern, die wir jetzt wieder aufrufen müssen. Da bin ich immer so ein bisschen skeptisch. Das haben wir auch mit der autogerechten Stadt lange genug praktiziert und haben gesehen, wenn wir nur mit Scheuklappen auf eine Idee der Neuerfindung gucken, dann funktioniert es nicht und ist immer auch mit Problemen verhaftet. Und ich denke schon, ein ganz wichtiges Thema ist das Thema Resilienz. Resilienz heißt nichts anderes als widerstandsfähig, robust und auch lernfähig. Unsere Strukturen müssen in der Lage sein, Dinge, die sich verändern, und wir haben ja jetzt gesehen, was es für Veränderungsschübe gibt, die auch konstruktiv aufzunehmen. Das heißt, ich würde dafür plädieren, nicht die Dinge unter die Erde zu legen, sondern im Sinne von Menschengerechtigkeit mehr Flexibilität in Strukturen, die wir jetzt planen und jetzt bauen, reinzugeben, weil ich glaube, das ist die Zukunft. Es wird sich vieles viel schneller ändern, die Nutzungsansprüche werden sich verändern und vor allen Dingen müssen wir immer auf höchste Qualität und höchste Attraktivität gucken. Ich sag mal, Digitalisierung ist die einzig wahre Antwort für Beschleunigung. Und wenn es uns nicht gelingt, Seite an Seite, also sowohl Industrie wie Investoren und auch Behörden, die Digitalisierung in diesem Prozess so voranzutreiben, dass wir sozusagen über die Digitalisierung 10-mal schneller werden können, ja, und damit sozusagen auch dann vielleicht die alte Geschwindigkeit wieder erreichen, trotz der großen Datenmenge, dann haben wir viel erreicht. Anpassung der Landesbauordnung wäre eine sehr sinnvolle Sache. Wir haben unterschiedliche Landesbauordnungen. Ich kann das nur bestätigen, wenn Sie mal Situationen hatten, die ich mache das jetzt 30 Jahre, wo Sie wissen, dass eine Familie überlebt hat, weil es deutschen Brandschutz gibt und sie wäre definitiv in einem anderen Land nicht überlebt, dann sehen Sie auch bestimmte Situationen mal anders. Das heißt, unser Regelwerk, was erstmal so wirkt, hat seinen Sinn. Ich gebe Ihnen da völlig recht. Und Beschleunigung erreichen wir nur über Digitalisierung und ein Ende der Polarisierung. Also wenn natürlich auf der einen Seite das Bild kreiert wird eines rein materiell orientierten Investors, und auf der anderen Seite wird ein Bild generiert von jemandem, der in der Behörde nicht seine Topleistung bringt, dann ist doch klar, dass diese Polarisierung dazu führt, dass man eine schnelle Lösung findet. Und das stimmt auch nicht. Also es gibt tolle Leute in Verwaltung, die wirklich alles geben, Tag und Nacht, damit es funktioniert. Und es gibt auch Investoren, die ganz klar Baulandmodelle entwickeln, wo alle partizipieren können. Und meine Lösung ist wirklich Digitalisierung und cool bleiben. Einfach cool bleiben. Zumindest käme die Digitalisierung wahrscheinlich dann so der Idee von Max Weber entgegen. Da hat er gesagt, Verwaltung ist die systematische Wiederholung des Immergleichen. Das ist ja die Stärke von so einer digitalen Lösung. Ne? Aber der Dr. Molitor hibbelt so ein bisschen. Was sagen Sie noch, was sich verändern muss in Verwaltung und Baurecht? Sie haben ja auch wieder andere Eindrücke. Ich hibbel immer, weil der Stuhl langsam so seine Tribut zollt. Aber Verwaltung und vielleicht grundsätzlich auch eine Einschätzung zu Verwaltungen. Ich habe
als junger Mann nach dem Studium bin ich ins Ausland gegangen, weil ich gedacht habe, ich habe hier echt keine Lust mehr drauf, ich muss mal was anderes sehen, ne? War mir alles zu eng und so. Und ich bin im Ausland total deutsch geworden, ja. Also ich bin sehr schnell sehr deutsch geworden und seitdem schätze ich deutsche Verwaltung, weil ich war im Ausland und habe keinen Stempel bekommen. Den Stempel, den ich bekommen habe, der hat nichts getaugt. Okay. Er hatte sozusagen keine Nachrelevanz. So, und ich bin jetzt nicht auf der anderen Seite, dass Sie jetzt befürchten müssen, dass ich das alles gut finde, wie lange das dauert. Das finde ich überhaupt nicht. Also ich finde das teilweise eine Katastrophe, um das deutlich zu sagen. Also es hemmt sozusagen Stadtentwicklung. Aber ich bin da ganz wirklich bei meinen Vorrednern, dass wir uns nochmal auch vergegenwärtigen müssen, irgendwie, dass hier halt Dinge auch funktionieren, weil es Verwaltungen gibt. Und zwar Verwaltungen, die extrem unter Druck stehen, ne? Ich habe das in letzter Zeit an anderer Stelle gesagt, also Sie treffen da einen Wunderpunkt, Herr Hille weiß das, was ich jetzt sage, aber ich mache das jetzt 20 Jahre für die Region und wenn ich jetzt morgen meinen Job nicht mehr machen würde und man würde mich fragen, was waren denn die herausragendsten Dinge in der Zeit, dann ist das relativ einfach. Dann war das der Archiveinsturz in Köln, die Flüchtlingskrise, Corona und jetzt das Hochwasser. Weil an der Stelle habe ich mal gesehen, was deutsche Verwaltungen leisten. Das ist einfach irre. Das ist schlichtweg irre. Das kriegt keiner mit. Also ich darf das professionell erleben, aber so Leute wie meine Eltern oder meine Kinder kriegen das denn nicht mit. Und das ist schlichtweg unglaublich im Verhältnis auch zu anderen Ländern. Da bin ich komplett bei Ihnen. So, von da aus muss man mal gucken, wie man sich dann vielleicht auch wieder annähert und eine Leistung auch erstmal würdigt und sagt, ihr steht unter Druck. Wir haben in den, sag ich mal, späten 80er, Anfang der 90er, haben wir den Verwaltungen gesagt, irgendwie rasieren. Die haben Personale abgebaut ohne Ende. Ja, wir haben teilweise auch in den Fachdisziplinen, die jetzt aufgerufen werden, genau in den Bereichen rasiert, weil wir andere Schwerpunkte gesetzt haben. Jetzt kommen wir mit Neueinstellen nicht nach und haben Personalmangel. Ne? Also ich bin auch bei der Situation Digitalisierung, sehe ich genauso. Da sind wir schlecht, da sind andere Länder viel besser. Die Abläufe, die dahinter sind mit den Beschleunigungen, sehe ich auch eben als eine Lösung an. Aber ansonsten würde ich sagen, sollen wir froh sein, irgendwie, dass wir so Verwaltungen haben. Ne? Und dann muss man von da aus gucken, wie nähert man sich an. Und dann ist es aber auch so, und das will ich halt nicht verschweigen, dass es alles viel zu lange dauert, dass es viel zu aufwendig geworden ist und dass sozusagen auch der Spirit, den man hat, wenn man Neues tun will, ja, dann hat man ja Emotionen, dann will man ja auch Neues sehen, man will sich ja darauf freuen, man muss ja losgehen. Ne? Und wenn diese Vorlaufprozesse dann einfach sich ziehen und ziehen und ziehen und ziehen, ne? Also man will ja, wenn man irgendwann mal jemanden sieht, auch irgendwann mal küssen. Ne? Und wenn man dann denkt, oh Gott, und schon wieder nicht und jetzt kann ich heute nicht und so, dann sagst du auch irgendwann, komm, dann lassen wir das. Ne? So, und ich denke mal, so ist es auch im Augenblick mit dem Bausektor. Die Investoren, auch Private, sagen dann irgendwann, oh, weißt du was, komm, dann lassen wir das einfach, ne, und machen wir das nicht. Also da, finde ich, brauchen wir wieder mehr Emotionen und mehr Leidenschaft. Also da höre ich mehr Emotionen, mehr Leidenschaft, das heißt ja dann Neudeutsch Mindset, wird das ja dann gerne genannt, wobei die Verwaltung, auf die ja sonst immer geschimpft wird, jetzt schon wahnsinnig gut weggekommen ist bei Ihnen, ja. Profis. Ja. Also muss man an der Stelle auch sagen, das heißt, wenn wir jetzt als Abschlussfrage fragen, was müssen wir denn tun, damit dieser Innovationszug, den wir an vielen Stellen heute nur angerissen haben, Fahrt aufnimmt? Hatten wir jetzt Digitalisierung, hatten wir wieder ein bisschen mehr Leidenschaft, dass auch alle das Gefühl haben, an einem Strang zu ziehen und was Tolles da zu schaffen. Ich denke, auch da könnte jetzt diese Katastrophe auch wieder wie im Brennglas agieren. Aber gibt es noch was wir unbedingt im Resümee haben müssten? Digitalisierung, Leidenschaft, Begeisterung? Mehr Geld fürs Personal, was es da braucht. Viel mehr Geld, viel mehr Stellenausweisungen. Keine Diskussion im Stadtrat, dass an der Stelle gespart wird. Wir haben 61 Kommunen, wir gehen in jede Kommune, wir sagen immer der Politik in jeder Ausschusssitzung, schafft die Voraussetzung dafür, dass das schneller wird. Und das ist Personal und Geld.
So, und das müssen die Bürgerinnen und Bürger dann aushalten. Ja, wir müssen an der Stelle zusetzen. Wir brauchen operative Power in den Verwaltungen, die wir über 15, 20 Jahre runtergefahren haben. Das kostet auf der anderen Seite. Dann kann man sagen, das geht. Also es wird nicht ohne Investitionen gehen. Ich kann nicht mit dem Personalstamm, den ich da habe, diese Aufgaben und diese Vervielfältigung auch von Dingen, die sinnvoll sind oder unsinnvoll. Da können wir immer 10 Sachen angucken und sagen, Mensch, muss das denn jetzt sein? Da finden wir immer was, wären wir uns auch einig. Aber es bleibt irgendwie mit zusammengekniffenen Augen dabei. Ich brauche mehr Personal, ich brauche mehr Geld für diese Aufgaben. Die Aufgaben werden komplexer und das wird uns auch nicht mehr verlassen. Das glaube ich nicht. Bei den Umbauprozessen noch viel schwieriger als bei den Neubauprozessen. Und da würde ich mir auch wünschen, dass man sich vielleicht ein paar Schwerpunkte vornimmt, auch in der Stadt, und sagt, also das arbeiten wir jetzt mal durch, prioritär, da muss es jetzt rein. Und da muss auch eine Stadtverwaltung mal Prioritäten setzen und sagen, okay, um diesen Bereich kümmern wir uns. Mhm. Habe ich aber direkt die Bürgerinnen und Bürger dann wieder auf dem Pelz, die sagen, ja, warum ist das jetzt nicht gerade bei uns? Ne? Also das ist eine schwierige Diskussion. Ich würde da vielleicht, wenn ich ergänzen darf, also völlig Haken dran und vielleicht auch einfach mal zwei innovative Ansätze, an denen man sich vielleicht abarbeiten kann. Man kann zum Beispiel auch versuchen, mal darüber nachzudenken, dass bestimmte Sachen, die derzeit die Kommune macht, man hoheitlich vergibt an externe Unternehmen. Wir sind es auch gewohnt, in dem Problem zu diskutieren. Also es ist ganz klar, dass eine Baugenehmigung über einen, ich sage es jetzt mal, behördlich Angestellten oder Beamten erteilt wird. Aber wenn man mal auf Europa schaut, ja, gibt es ja vielleicht auch tolle Architekturbüros und Büros, die sich im Verbund mit Notaren zusammentun, die auch solche Aufgaben übernehmen könnten, vielleicht auch nur mal temporär, sodass wir dann sozusagen auch diese Ressourcenknappheit nicht nur über keine menschliche Nachverdichtung, durch Einstellen von Menschen in den Verwaltungen vielleicht dann einfach auch weitergeben. Ja? Wie es Notare zum Beispiel fürs Rechtssystem machen, kann man ja auch mal darüber nachdenken, notarähnliche Situationen in solchen Prozessen zu organisieren, mal als einfache Idee. Und dann vielleicht bin ich auch bei meinen Kollegen hier, dass man einfach sagt, dass man Piloträume mal gestaltet, wo man eigentlich einfach mal was versucht. Zum Beispiel, dass man im Rahmen von Teilbaugenehmigung mehr machen darf, als man es bisher darf, und sozusagen schon mal bautenstandsgerechter die Genehmigungsverfahren strukturiert. Also da würde ich auch immer dafür werben, mal jenseits der Box zu denken und nicht immer zu denken, okay, es mangelt in der Verwaltung an Personal, also personalisieren wir nach. Kein Wirtschaftsunternehmen würde so denken. Und vielleicht noch ein letzter Impuls. Ich weiß nicht, inwieweit die einzelnen Menschen in der Verwaltung, beispielhaft bei einem Bauamt, jetzt im Moment genau wissen, wie viel zum Beispiel hat das Bauamt in Bergheim zu tun. Oder wie viel hat das Bauamt in Kerpen zu tun oder woanders. Ja, und dann sieht man diese Überlastung hier, und jeder normale Mensch in einem Wirtschaftssystem wird sagen, ja, aber ich habe doch hier in der Ressource X, da sind doch Kapazitäten frei. Selbstverständlich gehen jetzt bestimmte Leistungen dort. Also eine Vernetzung der Ressourcen und einfach auf den Tisch werfen in einer Region, habe ich dient die Ressourcen, die helfen können, ein Bauwerk in die Genehmigungsfähigkeit zu bringen. Und diese Ressourcen einfach mal, ja, unhierarchisch, agil, modern zu verwalten, das wäre auch noch mal ein Impuls, den ich empfehlen würde. Das kann ich eigentlich auch nur unterstreichen. Das ist super. Also einfach noch mal genau zu gucken, an welcher Stelle kann man Know-how quasi weitergeben, auch bereitstellen für andere. Man muss es ja nicht immer in der jeweiligen Verwaltung neu erfinden oder bei Null anfangen. Und da, glaube ich, ist ein Schwachpunkt in unserem System, dass Stadt A und Stadt B da nicht hinreichend Möglichkeiten haben des Austausches und des Know-how-Transfers. Und ich würde mir auch wünschen... Der Herr Molitor kann ja nicht überall sein. Nein. Ja, wir müssen an der richtigen Stelle sein. Ja, ja. Nur an der richtigen. Ja, und ich denke schon, man muss auch noch mal zugestehen, Stadtentwicklung ist einfach wahnsinnig komplex geworden, viel komplexer, als das noch vor 20 Jahren oder vor 15 Jahren der Fall war. Und dieser Komplexität kommen wir, glaube ich, auch mit unseren Verwaltungsstrukturen und mit der Expertise nicht hinreichend nach. Und wenn wir uns dann noch vorstellen, dass jeder Stadtentwicklungsprozess auch noch
den Partizipationsaspekt braucht, ja, also das Runterbrechen von Fachexpertise auf ein verständliches Know-how, das Produzieren von überzeugenden Bildern, dann sieht man, dass auch ganz andere Qualitäten verlangt werden und das muss unterfüttert werden durch Expertise, die aus meiner Sicht auch von außen kommen kann. Aber dieses System, ja, die Verschränkung von Verwaltungsexpertise und externer Expertise, das müssen wir irgendwie weiterdenken und zu einem konstruktiven System entwickeln. Tja, ich glaube, das wird spannend, wenn Sie die 10.000 Unterschriften zusammen haben und gehen dann zum Amt und wollen die Baugenehmigung haben. Freuen Sie sich ja, schon? Ja, so einfach ist es nicht, aber was ich ein gutes Beispiel finde, ist einfach, wie Christo seine Projekte gemacht hat. Wenn man mal sieht, welche Zeiträume der abdecken musste, um den Reichstag, das war 25 Jahre, ne? Und er ist ja nicht hingegangen und hat gesagt, nee, jetzt habe ich keine Lust mehr, ne, sondern ist einfach weitergegangen. Und das finde ich ein sehr gutes Beispiel. Also so, jetzt erleben wir ja, da hat er den Arc de Triomphe, das wird jetzt nach wie viel, nach 60 Jahren Planung, er ist selber ja schon tot, wurde es jetzt realisiert und das ist fantastisch. Ne? Also ich glaube, wenn dieser gute Mann damals einen anderen Charakter gehabt hätte, ne, dann hätten wir nie was von ihm gehabt. Ne? Und ich glaube, das finde ich wichtig, dass man einfach sagt, unabhängig davon, wie kompliziert und wie schwierig das ist und was alles auf dem Weg liegt, man macht einfach weiter und dann wird es auch gut. Genau, weitermachen ist ein gutes Stichwort. Wir dürfen nämlich leider jetzt nicht mehr weitermachen, weil wir schon die Zeit gesprengt haben, sagte der Regisseur mir gerade aufs Ohr. So ist das bei so einem Thema. Man kann ganz viel nur anreißen, aber ein paar interessante Punkte habe ich dann doch heute noch ganz neu gehört. Deswegen bin ich sehr froh, dass Sie alle da waren. Ich weiß jetzt nicht, ob wir in 15 Jahren dann alle im Tower vom Herrn Bobulla sitzen, klassische Musik hören, im R sitzen und da auf die Rheinaue gucken und sich das Stadtbild geändert hat, während wir im Umland mehrgeschossige Industriehallen sehen, die aber total cool gebaut sind, weil Professor Reicher ihre Finger drin hatte. Ich bin gespannt, was sich tut. Ich hoffe für uns alle, dass viele schöne Ideen umgesetzt werden, dass wir eine lebenswerte Stadt haben, wo wir ein schönes Miteinander leben können. Für das Miteinander heute bedanke ich mich sehr bei meinen Gästen, bei Ihnen auch. Danke fürs Herkommen und fürs Zuschauen. Alles Gute, bis bald.